Lego ist ein Spielzeug, das die Generationen verbindet. Groß und klein kennen die eckigen Bausteine und die kreativen wie spielerischen Einsatzmöglichkeiten, die diese bieten. Doch nun ist es auch möglich, die Klötzchenfiguren digital zum Leben zu erwecken. Lego Dimensions verbindet hierbei die Spielweise eines Action-Adventure mit der Portaltechnologie von Spielen wie Skylanders, Disney Infinity oder den Amiibo-Figuren von Nintendo. Das heißt, dass die Figuren auf ein Portal gestellt werden, das per Kabel mit der Konsole verbunden ist, um sie im Spiel steuern zu können. Im Starter-Set sind Batman, der Zauberer Gandalf aus der Herr der Ringe und Wildstyle aus The Lego Movie enthalten. Diese müssen, ebenso wie das Dimensionsportal und das Batmobil, allerdings erst in klassischer Lego-Manier analog zusammengebaut werden. Die Besonderheit an dem Titel ist, dass hier verschiedene Filmwelten aufeinandertreffen. Haben sich die vorherigen Lego-Spiele immer auf eine spezielle Filmadaption, wie beispielsweise Harry Potter oder Star Wars, konzentriert, agieren die Charaktere hier im Team zusammen, die sonst zu unterschiedlichen Franchise-Produkten gehören. Innerhalb der Spielgeschichte wird die Vermischung der Welten ebenfalls thematisiert. Die drei Figuren aus dem Starter-Set treffen durch das Dimensionstor aufeinander und machen sich auf den Weg, um die mysteriösen Vorkommnisse zu untersuchen, ihre Freunde wiederzufinden und in ihre Welt zurückzukehren. Lego Dimensions beschreitet hier neue Wege. Spielerinnen und Spieler können verschiedene Welten, die sie sowohl aus Film und Fernsehen kennen, bereisen und Abenteuer erleben. Mit dabei ist beispielsweise Springfield aus der Zeichentrickserie Die Simpsons. In der gewohnten Klötzchenoptik werden die Geschichten mit viel Humor und Ironie erzählt, wodurch Spielerinnen und Spieler die Welten ihrer Lieblingsfilme oder Serien erleben können. Innerhalb dieser Welten gilt es, Gegner zu besiegen, kleine Rätsel zu lösen, Sprungpassagen zu meistern sowie Lego-Objekte auseinanderzunehmen und neu zusammenzubauen. Die Charaktere besitzen zudem unterschiedliche Fähigkeiten, weshalb die Spielenden zwischen diesen hin und her wechseln müssen, um die Aufgaben zu lösen. Zu weiteren Welten gehören unter anderem auch die Welt von Herr der Ringe, Ghostbusters, Scooby-Doo, Doctor Who oder dem Zauberer von Oz. Wir sind nicht mehr in Gotham. Auf dem Rücken dieses Balrogs wäre es gemütlicher gewesen. Hierbei sind die Charaktere und Dialoge allesamt auf Deutsch synchronisiert, erzählen die Geschichte der separaten Welt und haben einen ganz eigenen Humor, wie es für Lego-Spiele typisch ist. Was hast du mit uns gemacht? Ist er immer so Wildstyle? Ich dachte, er hätte vorhin bloß schlechte Laune. Was? Das ist die TARDIS. Sie reist durch die Zeit. Ich habe euch bereits getroffen, aber ihr mich noch nicht. So sind sie, die Zeitreisen. Du lügst. Nein, hier ist dein Greifhaken. Nur eine Kopie. Nochmals nein. Ich sag doch, Zeitmaschine, kein 3D-Drucker. Gib mir später einfach den Greifhaken. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, gleichzeitig gemeinsam zu spielen. Zwei Spieler können sich ihre Lieblings-Lego-Figur aussuchen, diese auf dem Portal platzieren und direkt loslegen. Im Splitscreen-Modus kann dann gemeinsam gespielt werden, um Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen. Hier kommt es zwar auch auf spielerisches Geschick an, Hauptaugenmerk liegt jedoch auf den analogen Komponenten. Immer wieder wird man darauf hingewiesen, eine bestimmte Figur auf ein bestimmtes Feld auf dem Portal zu stellen, um beispielsweise eine Elementarfähigkeit nutzen zu können. Hier müssen die Figuren entsprechend gesetzt werden, um etwa elektronisch aufgeladen zu sein oder die Fähigkeit von Wasser nutzen zu können, um ein Feuer zu löschen. Außerdem werden Spielerinnen und Spieler immer wieder darauf hingewiesen, dass eine bestimmte Figur benötigt wird, um an einem Hindernis vorbeizukommen und neue Geheimnisse und versteckte Bereiche im Level entdecken zu können. Diese können teilweise gegen Stats getauscht werden, also die Spielwährung, die während des Spielens eingesammelt wird, oder aber die Figuren müssen nachgekauft werden. Diese gibt es in speziellen Sets oder einzeln, sind allerdings teilweise nicht besonders billig. Zwar kann das Spiel ohne diese Zusatzkäufe durchgespielt werden, will man aber alle versteckten Objekte finden und alle geheimen Passagen betreten, muss für Figuren zusätzlich Geld ausgegeben werden. Ungeduldige oder erfolgsorientierte Kinder können hier schnell geneigt sein, ihr Taschengeld für Zusatzinhalte auszugeben. Zudem gibt es verschiedene Endgegner in den Leveln. Wie auch bei den Rätseln bekommen die Spielenden hier nur wenig Hilfestellung. Oftmals muss selber herausgefunden werden, wie ein Gegner zu besiegen oder ein Rätsel zu lösen ist. Die bereits angesprochenen Level- oder Story-Packs beinhalten zusätzliche Charaktere, Fahrzeuge, neue Spielwelten und eigene Level, die nicht im Hauptspiel enthalten sind. So gibt es Pakete zu den Simpsons, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Zurück in die Zukunft und vielen weiteren.
Wie in den normalen Leveln müssen auch hier reale Lego-Objekte zusammengebaut werden, um sie später auf dem Portal platzieren zu können. Dies wird anhand einer Bauanleitung erklärt, um die Lego-Steine, die in den gekauften Paketen enthalten sind, richtig zusammenzusetzen. Das Spiel hat eine gesetzliche Alterskennzeichnung der USK ab 6 Jahren. Das Grundprinzip ist für Kinder ab 8 Jahren durchaus zu bedienen, manche Inhalte richten sich jedoch an ältere Kinder ab 10 Jahren, da sie für Jüngere etwas unheimlich sein können oder schlichtweg noch nicht verstanden werden. Lego Dimensions kann Jüngeren wie auch Älteren Spaß machen, besonders wenn die verschiedenen Welten erkundet werden können, die aus Filmen, Büchern, Comics oder anderen Spielen bekannt sind. Allerdings ist auf die Zusatzkäufe zu achten, damit nicht unnötiges Geld für ein Spiel ausgegeben wird, welches man bereits voll bezahlt hat. Wie bei anderen Hobbys bringt die Sammelleidenschaft zwar auch Freude, sollte aber auch Grenzen kennen. Am meisten Spaß macht Lego Dimensions, wenn man es gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden spielt. Eine ausführliche Beurteilung zu Lego Dimensions, diversen Story- oder Level-Packs sowie weiteren Spielen finden Sie auf der Homepage vom Spieleratgeber NRW. Vielen Dank fürs Zuschauen.